ich, von WeStrap, das ist eine englische Firma, einen Strap vor, an dem man mit einem Magnetverschluss einfach seinen Objektivdeckel befestigen kann. Ich habe letzte Woche war das gewesen, vorletzte Woche schon mal zwei Produkte vorgestellt. Es war einmal eine Handschlaufe und einmal ein Kameratragegurt. Die hatten dieses System implementiert. Die bieten das aber auch optional an. Das heißt, wenn ihr also jetzt noch einen Gurt habt oder einen Handstrap oder sonst irgendetwas, dann könnt ihr das jetzt einfach hier noch einfach als einzelnes Teil praktisch nachrüsten. Wie das im Detail aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an. Das ganze System, also dieses Set, besteht aus dem Clip selber hier, der einfach dann zum Beispiel um eine Kameraschlaufe, eine Trageschlaufe oder auch einen Tragegurt vom Rucksack zum Beispiel einfach umschlossen wird. Hier oben mit einem Klickverschluss einfach dann befestigt wird. Hier wird also jetzt zum Beispiel auch der Gürtel reingelegt am Hosenbund oder die Schlaufe von der Tragetasche. Ich zeige euch noch mal ganz kurz ein Beispiel und dann wird das hier einfach ganz fest wieder miteinander verbunden. Dadurch, dass ihr natürlich nur ein Objektivdeckel draufkommt, ist das jetzt etwas, was ihr also keine 5 Tonnen irgendwie aushalten muss, was die Zugkraft angeht. Da muss man also schon ein bisschen fest das Ganze auseinanderziehen, damit der auch wirklich aufgeht. Also da müsst ihr keine Angst haben, dass ihr da irgendwas verlieren könnt. So ein Objektivdeckel, der wiegt ja in der Regel eigentlich immer unter einem Kilo, ne? Ist ja eigentlich auch ganz klar. Dann haben wir hier die Führungsschiene, die sich hier vorne befindet. Das sind diese kleinen Adaptoren. Die werden also hier einfach draufgeklebt auf dem Objektivdeckel. Ist auch ein starker Kleber drunter. Muss man also keine Angst haben, dass der abfallen kann. Man zieht ja einfach diese Folie ab und pappt das dann oben drauf. Und der Adapter selber wird dann hier einfach so eingeschoben. Wenn ihr richtig hingeschaut habt, ich kann ihn also hier vorne schon loslassen, ne, im Landeanflug. Der wird also direkt automatisch reingezogen, weil das halt eben, wie gesagt, alles auch mit knappem Magnetismus dann funktioniert. Dieser Adapter, der wird also einfach hier auf dem Objektivdeckel oben drauf gemacht. Ne? So sieht das Ganze dann aus. Wir haben von der Seite geguckt und der Anwendungsfall ist dann der hier, dass ich hier also einfach jetzt den Deckel drauf leiten lassen kann. Das ist also die ganze Magie und jetzt gucken wir uns mal hier im Praxistest ganz kurz eben diese Schlaufe an einem Kameragurt, an einer Tasche an. Das ist also jetzt hier meine Tasche, die normale private Fototasche, die ich immer so mit habe, ne, vom Peak Design. Schickes Ding. Und das ist also jetzt hier der Tragegurt, den ich normalerweise dann einfach so hier quer über den Brustkorb dann trage. Das wäre also jetzt die Stelle, die ich mir aussuchen würde, um den Clip anzubringen. Mach also hier einfach den Clipverschluss drauf, dann wird das einfach oben gemacht. Zack, also total schnell. Alles ganz easy und jetzt im Anwendungsbeispiel wäre es natürlich dann so, dass ich jetzt hier einfach den Objektivdeckel dann reingleiten lassen kann, ne? Mache dann meine Fotos, muss mich also nicht darum kümmern, dass ich jetzt hier irgendwie den Deckel noch in die Tasche reinfummeln muss oder ich muss die Tasche aufmachen und so, ist alles irgendwie ein bisschen doof. Ich kann ihn also einfach abmachen, hier drauf machen und nachdem ich meine Fotos gemacht habe, einfach wieder rausklippen und vorne im Objektiv dann einfach drauf machen. Das ist die ganze Magie, ist ein tolles Produkt. Boah, ist das hell hier, ey. Den Strap selber, den könnt ihr natürlich jetzt irgendwo auch einfach an einem Kameragurt befestigen. Ne? Also hier einfach so um den Hals rum, Black Rapid Gurt oder was weiß ich einfach drüber. Den kann man also wirklich überall einfach immer an- und abklipsen. Was ich ganz gut finde ist, was im Prinzip eigentlich offensichtlich sein müsste, ne? Was man aber halt nicht bedenkt, ist eigentlich die Tatsache, ich kann davon halt eben, wenn ich dran möchte, irgendwie mehrere Teile einfach verteilen. Also einen irgendwie hier an der Seite oder was weiß ich. Und ich kann ihn jederzeit einfach abmachen und woanders dran klippen. Und vor allen Dingen auch, das muss ein bisschen anders hinsetzen hier. Wo war ich? Genau. Vor allen Dingen auch einfach jetzt wechseln, positionsmäßig. Ne? Komm also irgendwo an, will die Kamera noch weiter vielleicht irgendwie an der Handschlaufe irgendwie weitertragen. Ich brauche die Fototasche aber nicht mehr, dann mache ich den einfach ab, ne? um die Handschlaufe einfach rum und habe dann hier auch weiteren den Komfort von dem schnellen Wechsel bzw. dem schnellen Wegpacken vom Objektivdeckel oder halt eben auch einfach dann einen Rucksack oben dran, Tragegurt, wie auch immer. Das ist also hier wirklich ein ganz tolles Produkt aus England bei uns im Shop. Und wenn euch das Video gefallen hat, ne, könnt ihr mir gerne ein paar Daumen da lassen. Ansonsten einfach auf den Link klicken in der Infobox. Da führt ihr auf die Produktseite hier zu dem Produkt selber und da könnt ihr euch nochmal die ganzen technischen Details anschauen oder die Produktbilder und so weiter und so weiter. Und falls der eine sich vielleicht fragen sollte, warum redet der nicht heute so langsam? Weil ich es kann. Nee, das natürlich nicht, aber Erkältung kommt, Halsschmerzen und so. Ansonsten, ne, gute Besserung und ich sag mal bis zum nächsten Video. Tschüss.